Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wie versprochen sind wir dort, wo wir aufgehört haben. Diesmal hat sich auch nichts verändert. Und Gates ist wieder am Schäfen. Ja, Quantum. Ach so, das wäre die Nuka-Cola-Station gewesen. Okay. Natürlich, Nuka-Mixer-Station steht ja hier. Und ich halte das immer für eine Eismaschine, ne? Super, schlau. Ja. Ja, gut. Ich glaube, aufgesammelt haben wir alles. Wir können uns heute weiter hier fortbewegen. Ja, ich habe es schon gedacht. Ja, ja. Ja, geht schon wieder? Du Depp. Blödes Teil, echt. Sag mal. Alter. Mal auf. Alter. 78. Die werden ja immer stärker. Klumpelendiges. Echt. Puh. Ah, da haben sie schön das Fleisch aufgehängt. Super. Nicht schlecht. Können sie wirklich klasse eine Küche draus machen hier. Wer findet, dem gehört. Ja, du sagst es. Aber trotzdem gehören die Kartoffelchips mir. Kartoffelchips bei sowas auch überleben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist einmal, was so eine Verpackung aushält. Ja. Passt. Das hätten wir auch. Weiter geht's hier nicht. Super, das hätte ich letztes Mal auch noch mitmachen können. Ja, das muss man wissen. Das muss man wissen. Na, Fisch. Sind wir hier auch fertig? Gut. Das heißt. Puh, Lift nach oben. Oder rüber gehen. Was? Da ist was drin. Ich würde sagen, rauf. Nach oben. Ja. Ching, ist hier vielleicht auch schon was drin, was mich erschießen will? Nein. Kann man ja nicht wissen. Wahrscheinlich fahre ich jetzt nach oben und dann drei Schuss und weg bin ich. Obere Ebene. Nein, ist gar nicht so schlimm. Aha, das verbindet nur quasi. Ach so, und von da haben wir eben den Deppen runtergeschossen. Ne? Von da. Aha, kein Wunder, dass er runterfiel. Der eine Roboter, ne? Ja, gut. Passt, okay. Ist okay. Trotzdem gibt es hier ein paar Sachen, die wir mitnehmen werden. Ja. Mal schauen, wie groß das Ganze hier noch ist. Da ist ja echt viel Platz. Also wenn die Raider hier nicht glücklich sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Ganz ehrlich, dann weiß ich wirklich nicht weiter. Boah, so viele Wege. Was ist richtig? Ah, wird schon passen so. Übersehen werde ich wohl hoffentlich nichts. So, auf jeden Fall geht es da weiter. Ist das jetzt ein Lift oder einfach nur eine Tür? Eine Tür? Werde ich sterben? Noch nicht. Aber gleich. Gut, da oben ist nichts an Schussdingens. Hoppla. Bufen wechseln. Zu dir da. Und dir wegbrennen. Lore? Ich dachte, das wäre ein der Ding, der funktioniert. Nix da. Na, no, nix da. Naja. Schade. Naja. War ja auch gemein von zunächst der Nähe, ne? Den einfach umzuballern. Verbranntes Büchelein. Was haben wir da? Ja, ja. Theaterprogrammplan. Oktober 2077. Halloween steht vor der Tür. Daher ist in diesem Monat Science-Fiction-Horror im Theater angesagt. Achtet darauf, dass folgende Holobänder geladen und bereit für die erste Vorführung im Oktober sind. Woche 1. Die Bestie mit den 1000 Augen. Der Tod
singt ein Lied, der gelbgrüne Schleim. Jetzt wird geschleimt. Oh Gott, überall Blut. Woche 2, Nuka-Monster, Atomhintern. Bitte was? Atomhintern? Ja, der gelbgrüne Schleim 2, zu Tode geschleimt, die Fortsetzung. Ja, da kriegt man Angst. Von Insekten, also Woche 3, von Insekten verspeist. Mein Mann, der Mutant, das ist schon bald ein bisschen rassistisch oder wie, ne? Der gelb-grüne Schleim 3, Schleim zahlt sich nicht aus. Die Rache des Fischmanns. Das mit dem Fischmann haben wir mal so eine Zeitung bekommen, ne? Das scheint damals sehr bekannt gewesen zu sein, keine Ahnung. Woche 4, Massaker in Nuka Valley. Die Bombe fällt um Mitternacht. Der gelbgrüne Schleim 4. Ist ja bald so wie mit dem großen und bösen weißen Hai, ne? Krieg des Schleims und Armageddon Orama. Memo der Geschäftsführung 92. Ja, manchmal ist man halt einfach nur sprachlos, ne? Ich will, dass ihr faulen Penner euren Arsch hochkriegt und das Theater nach jeder Vorführung putzt. Ist das klar, ihr Schweine? Als ich heute Morgen reinkam, waren mehrere Raketenkapseln voll mit Müll, leeren Nuka-Cola-Flaschen. Und was weiß ich nicht alles. Sogar Kotze war dabei, weil irgendjemandem die Filme nicht gefallen hat. Ihr Ferkel. Und wie das gestunken hat. Also wirklich. Nuka World bezahlt euch Clowns allesamt. Nicht dafür, dass ihr euch den ganzen Tag Filme anguckt, sondern fürs Arbeiten. Ihr Deppen. Jawohl, so schaut's aus. Memo der Geschäftsführung 97. Wenn jemand von euch mitbekommt, dass der Starlight-Barkeeper wieder Gläser zerdeppert, sagt es bitte der Geschäftsführung, weil dann werde ich ihm den Hosenboden langziehen. Wir haben in den letzten Monaten Tausende von Dollar für Glaswaren ausgegeben, seitdem dieses Genie von einem Barkleiter beschlossen hat, die Drinks von einem Roboter ohne Hände mixen zu lassen. Was? Wie soll das gehen? dann bräuchtest du ja ein Förderband, dass es die Gläser auf die Theke irgendwie transferiert. Ja, egal. Ich würde euch außerdem raten, ihn nicht wütend zu machen, ob man diesem ganzen Star-Control-System nun vertraut oder nicht. Seine KI verhält sich immer noch ein wenig aggressiv und ich will hier keine Unfälle mehr haben. Kapisch? Wieder falsch, Entschuldigung, falscher Knopf. Gratuliere. Technische Dokumentchens. Aha, da geht's wieder runter. Da war ich, da habe ich natürlich wieder fleißig was übersehen. Brav. Super. Super. Jawohl. Geschafft. Ja, natürlich hast du es geschafft, gnädigste. So, das kommt auch mit. Ui, da haben wir auch noch was. Und hier sind noch ein paar Sicherungen. Ansonsten... Hm? Kaffeetasse, natürlich. Das Allerwichtigste. Boah, ey. Der wäre jetzt auch nicht schlecht, so ein Kaffee. Wo waren wir? Genau. Dann fahren wir hier wieder... Sollen wir hier runterfahren? Oben fertig machen. Ich will es erst oben. Warte, oder doch hier? Oder doch nicht? Oder nein? Aber doch, aber nein. Doch, aber nein. Aber doch, doch, nein. Wurscht, fahren wir runter. Schauen wir uns das mal kurz an. Tschüssi. Was, oben? Oben? Hat er gerade oben gesagt? Ich dachte, das geht nach unten. Hallo? Na sicher ist es nach unten. Nach unten. Ich, nichts nach oben. Also da auf der Seite sind wir. Okay.
Würde ich sagen, wieder rauf. Ja, ich muss mich schneller entscheiden tun. Herrschaftszeiten. Oben, also wieder rauf, dort rauf und andere Seite wird sicher wieder runtergehen. Servus. Kopfloser Depp. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Meine Güte, ich sage euch, ich freue mich wieder aufs Ausbauen unserer Siedlung. Ach, herrje. Ach so. Super. Da geht's nicht weiter. Dein Ernst jetzt? Ich dachte, hier wäre ein Lift. Für die Seite, ne? Da runter zu kommen. Da, da hinten, da. Naja, wenigstens gibt's einen Mob. Und eine Haarklammerbox. Ja. Das war natürlich nur ein Test an euch. Ihr habt euch jetzt nicht gemeldet. Ihr habt mir jetzt nicht vorgewarnt. Nein. Wie könnt ihr nur? Ja, ich bin schuld, genau. Ach, Kacke. Na, oben. Zix, das sagt oben. Aber dabei fahren wir nach unten. Etage. Da bist du ganz verwirrt. Wir sind doch unten. Wir waren doch da oben. Ich hoffe es halt. Stimmt, da war ich auch noch nicht. Ich wage es. Ja, ich habe es gewagt. So, aber jetzt bin ich ja da. Jetzt nehmen wir das natürlich auch mit. Immer schön bücken und schauen, ob wir da was noch. Also noch mehr Zeugs finden. Da zum Beispiel. Jupp. Starkern. Ich habe übrigens, oder ja, wir, ne, haben ja diese komischen Astronautenanzüge mit Helm und so mitgehen lassen, ne? Perfekt. Oh, Nuka Void Rezept. Okay, nehmen wir gern mit. Das sind Questgegenstände. Also diese Raumanzugsgeschichten, aber ich. Zurück, wenn ja. Möglich. Aber ich habe keine Ahnung, bei wem wir die abgeben dürfen. Ich hoffe, wir werden den Questgeber noch finden. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich denke mal, der wird vielleicht gar nicht hier unbedingt sein. Ui, da Blättchens. Ja, die haben echt nicht sauber gemacht. Da klebt noch der ganze Dreck dran. So, da ist überhaupt gar nichts. Hier ist überhaupt gar nichts. Legen wir irgendwann mal los? Hey, jetzt sei nicht so unverschämt. Ich will das hier gründlich machen. Wie gemein. Echt, bist gleich wieder angemault von der Seite. Puh. Ich werde dich gleich, ich weiß nicht. Einen Kopf kürzer machen? Was macht denn so ein Oberboss bei sowas? Ins Gesicht schlagen? Keine Ahnung. Da. Da ist Klo. Ob hier vielleicht auch ein Roboter sein Unwesen treibt? Ich hoffe nicht. Mal eine Sitzung halten, ne? Was ist denn das? Ich glaube, der war einfach nur langweilig, bevor sie gestorben ist. Verdammt, da ist was faul. Da denkt man fast an Rayman, oder? Also das Spiel. Es fehlen nur noch diese Hasen, diese komischen, die ich nicht mag. Ich mag die Hasen nicht, das tut mir leid. Rayman ist ja noch okay, aber die Hasen, ich weiß nicht, keine Ahnung, mit denen komme ich nicht zwegen. Wirklich. Da. Naja, blich ab, hast nichts Besseres zu tun, als abzubrechen. Gehst halt in den Himmel für Haarklammern, bitte, wie du möchtest. Ah. Muss halt eine andere für dich schöpfen. So, ist hier noch was? Nö, oder? Na, Gott sei Dank. So, haben wir alles erwischt. Ich nehme es mal an im guten Glauben. Schön, du bist schon mal da durch. Das heißt, hier ist dann eh nichts, ne? Schön. Die sind alle schon. Oh! Hallo. Tja, der hat's wohl nicht mehr recht geschafft. Schade. Ja, ist verständlich. Die hauen ganz schön böse rein, diese Deppen. Ach, der war gerade am Kotzen, ne? Okay. Ist verständlich. Ist verständlich.
Ja. Das müsste es gewesen sein hier wieder, ne? Ja, eigentlich schon. Da oben drum ist nichts, nein. Ach, ja je. Na schön, ich glaube, wir sind es wirklich. Tja, alles durchgegangen, alles mitgenommen. Passt, können wir zum nächsten, ich fürchte, zum nächsten Dungeon gehen. Ich bin mir recht sicher, dass das Gebiet hier noch lange nicht clear und sauber ist. Ja, wenn ich Pech habe, übersehe ich sogar noch den einen oder anderen Dungeon, weil hier ist echt viel. Und das ist keine Beschwerde. Wirklich nicht. Mülleimer habe ich auch. Passt. Dann schleichen wir uns wieder. Bist du gescheit? Tja. Ist echt groß hier, wirklich wahr. Wenn alle Gebiete so groß sind, alle Parks, ne? Oh, ja, da sind wir dann wahrscheinlich sicher 20 Parts beschäftigt. Boah. Aber immerhin gibt es ja schöne Erfahrungspünktchen, ne? Ich denke, das ein oder andere Level Up schaut auch schon noch raus. Hoffe ich mal. Ja. Lili. Alter, eine Woche brauchen, um das hier clear zu clearen. Nicht nur im Spiel eine Woche, sondern auch hier. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir da hin können. Also wir sind jetzt da und da, ich kann mir vorstellen, dass hier noch was ist. Und da oben halt, ne? Vielleicht mal dahin porten. Und da nach dem rechten schauen, keine Ahnung. Ehrlich. Ich fürchte wirklich, dass ich da was übersehen könnte. Aber es ist halt so groß. Bam. Ich liege immer noch da. Jetzt muss ich gerade mal schauen, in welche Richtung wäre denn... Aha. Okay, da hinten waren wir ja schon. Okay. Habe ich den gelootet? Was, schau, voll übersehen. Oh, pfui, böse Zocki. Böse Zocki. Echt wahr. Schäm dich. Voll übersehen. Da schau mal. Oh je. Sorry. Entschuldigung. War keine böse Absicht. Baba. So, okay. Ist hier hinten noch irgendwas versteckt? Nein. Gut, laufen. Okay, dann denke ich mal. Dann haben wir hier glücklicherweise eventuell... An alle Eltern, es warten noch immer 14 Kinder auf Abholung, die im Pfarrhaus gefunden wurden. Sie können sie am Eingang zum Kitty Kingdom in Empfang nehmen. Gleich mal ausgesetzt. Bei der Gelegenheit... Hey, Schatz! Das ist jetzt die Gelegenheit. Schau mal die an. Die geben ihr Kind... Also, die stellen das Kind da ab und laufen weg. Schau mal, bei der Menschenmenge. Das Kleine kommt nicht nach. Hey, das ist die Idee. Dann können wir endlich wieder Urlaub fahren. So. Ja, genau. Einfach mal das Kind ausgesetzt. Einfach mal da gelassen. Nuka-Cola-Dings wahrscheinlich gleich fürs Kind unterschrieben. Ja, könnt ihr es haben. Für diese Testzwecke da, ja. Unterschrieben fürs Kind. Passt und tschüss. Alter. Ja, blühende Fantasie, ich weiß. Wo komme ich denn da überall hin, hey? Hey. Technisches Dokument, also das beweist, dass ich hier mal nicht war. Glaube ich halt. Oder war ich doch schon mal da? Ah, da kommt man hin. Okay. Meine Güte, ist das riesengroß hier. Dann wäre schon bald schlauer, zur Kampfzone hinzuporten. Und da nach dem rechten zu schauen. Also weiter zu schauen in den oberen Bereich. Da gibt es sicher noch ein, zwei Dungeons wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir hier schon fertig und ich finde endlich mal den Punkt an, wo wir diese dämliche Fahne reinstecken können. Boah, das hört sich furchtbar an. Ja, bitteschön. So, wo müssen wir hin? Da drüben waren wir schon. Ich denke mal da oben rauf, ne? Na, komplett falsch.
Es sollte tatsächlich da drüben irgendwie lang. Wirklich? Da? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Echt, wirklich wahr. Schau mal. Schau dir das... Ah, da oben. Tatsächlich, da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Also wir halt, ne? So. Ich sag immer ich. Ich bin ein Ich-Mensch. Ich bin ein Ich-Mensch. Pfui. Ekelhaft sonst. Oh, oh je. Nein, nicht so. Du sollst die Kugel ziehen. Luca Galaxy. Alles klar. Willst du jetzt eigentlich mal hin? Legendär. Was brauchst du? Warte, explodiert gleich wahrscheinlich, ha? Alter. Der ist hin. Alter, was brauchst du? Legendär sein, ha? Der ist hin. Alter. Ruhe hier jetzt. Gut. Was muss der denn jetzt legendär sein? Halt, da ist noch mehr. Hör auf. Eiskalt Schlagstock. 20%ige Chance, den Gegner einzufrieren, wenn du seinen Angriff abblockst. Aha. Okay. Dann haben wir eh noch Glück gehabt, ne? Kundenanimationstypi. Wo ist denn da was? Auf was ballerst denn du? Da oben. Aha. Warte, ich muss hier raus. Okay, da ist eh nichts. Da ist was. Hast du schon was umgeschossen? Aha. Warte. Neue Waffe, genau. Andere Waffe, wollte ich sagen. Ach, je, wo ist sie denn jetzt? Boah, wir haben schon so viel Graffel, ne? Na, wo ist denn jetzt meine Scharfschützen? Was tut das? Ich hoffe. Na, das war er nicht. Okay, komm. Lass dich abschießen, du Super. Ich hab gewischt gar nichts, das ist die falsche Waffe. Hey, wo ist jetzt mein Scharfschützendings? Hallo? Da ist es ja. So, wird schnell. Dass ich noch irgendwelche Punkte krieg hier. Was nichts erwischt. Na, geht ja. Glumpert, elendiges, echt. So viele Waffen, die brauche ich ja gar nicht. Alles gut? Ja, der heilt sich gerade. Alter, gibt's ja nicht sowas. Dann steht der nächste Depp. Da. Wieder Waffe wechseln. Boah, das ist so viel Zeugs hier, ne? Das war die hier. Was? Der ist erledigt. Ja. Nehmen wir alles mit. Luca-Cola-Geschichte. Hey, bleib offen. Luca-Cola. So, nehmen wir alles mit. Gottes Willen. Aha, da kommen wir hier wieder ran. Was? Das war Glück. Eine Haarklammerbox. Alter Schwede, das war jetzt nur Glück. Wo ist denn das Ding zum Looten? Da, nehmen wir einfach halt. So. Das war nur Glück. Reines Glück. Das Sauwetter ist schon wieder da, ne? Gott sei Dank haben wir unsere Power-Rüstung, so würde mich hier glatt, also würde mir glatt kalt werden hier da, ne? Ja, ja. Ja, ja. So schaut's aus. Na, Servus Kaiser. Da haben wir da drüben. Ich wollte eigentlich noch fertig auslooten. Da liegt auch so ein Roboter-Kerl. Da ist nochmal Coca-Cola. Müsste ich auch mal anfangen zum Saufen, ehrlich wahr. Also, kein Alkohol, sondern Nuka-Cola trinken, ne? Wir haben so viel von der, ja, von den Sorten überhaupt. Und da gibt es wirklich ein paar gute Fläschchen, ein paar gute Tröpfchen. Die heilen, glaube ich, gleich mal 400 und solche Geschichten. Also, das wäre echt nicht schlecht, wenn ich die mal einpacken würde. Ui, ein Stofftier. Und da ist auch ein Stofftier. Und... Da ist nur eine Kasse mit nichts sonst. Da ist auch noch ein Souvenir-Teddybär. Ja, ich glaube, da sind wir auch schon wieder fertig.
Eieieiei. Aha, da geht's rauf. Ich glaube, das ist auch schon richtig so. Was haben wir hier? Da drüben ist wieder einer gestorben. Aha, mit ein paar Tickets. Tickets. Ein paar Tickets. Was haben wir da? Nix. Da oben. Was ist hier? Aha, ein Roboter. Aha, ob wir jetzt zu dem einen Kerl kommen, den wir schon umgeschossen haben. Was ist das? Eine Tür eingetreten, auch nicht schlecht. Alter, wo geht's denn da jetzt hin? 3 Stunden später. Boah, es ist so groß hier. So unglaublich groß. Wirklich schön gemacht, alles zusammen, muss man wirklich sagen. Das ganze Spiel ist ein Hammer, wirklich. Alter Schwede, wohin denn? Bin jetzt bald mal ganz oben. Huch, da geht's lang. Aha, schön. Ach so, das ist so ein Vergnügungsding wahrscheinlich, ne? Das lässt dich dann runter und dann rauf. Ach so, das ist nur ein Lift, oder wie? Weil da gibt es ja diese, wie soll man sagen, diese Gerätschaften. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Kann man da echt jetzt wieder runter? Das wäre jetzt echt lieb. Ja, genau das habe ich gemeint. Wow! Um Gottes Willen, ich will da raus, ich will da raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was habe ich gemacht? Ja, das wollte ich nur mal demonstrieren. Genau das habe ich gemeint, ne? Diese Maschinen, die immer so schnell rauf, runter, ne? Und dann alle, waaah, und ah, und oh, und Ja, genau das habe ich gemeint. Aha. Gut. Also, ja, wir gehen da weiter. Bank sitzen. Na, eigentlich dabei nicht. So erschöpft sind wir noch nicht. Ich wollte jetzt irgendwie darauf. Oder darüber. Jedenfalls mal darauf und schauen, dass es sicher so eine Indie, ne? Ja, Nuka Galaxy. Waren wir da nicht schon mal drin? Ich hätte jetzt auf die Karte schauen dürfen sollen. Waren wir da nicht schon drinnen? Wir werden es gleich sehen. Nein. Nein, waren wir definitiv, glaube ich, noch nicht. Nein, ja, ein neuer Dungeon. Hurra, wir haben einen neuen Dungeon gefunden. Viele, viele schöne Sterbe. Alles verwenden, aber das? Ich weiß nicht, Boss. Doch, klar. Vertrau mir, das wird alles mitgenommen. Aber ich werde jetzt mal ganz fix speichern, bevor ich wieder umgeschossen werde. Nichts leichter wie das. Boah, schaut das toll aus, ha? Huh? Hey, Boss. Kann ich dich was fragen? Was? Smalltalk? Ja, gern. Bitte. Was gibt's, Boss? Quatsch doch. Aufgepasst, Gage. Alles okay, Boss? Ausrüstung zum Verkauf. Er wollte doch gerade reden, oder? Ich wiederhole. Beziehung? Ich wollte nur mal nachfragen, ob zwischen uns alles in Ordnung ist. Dass wir uns zusammengeschlossen haben, finden bestimmt viele Scheiße. Ich finde, das war eine verdammt gute Idee. Ah, gut, er ist zufrieden. Er wollte doch reden mit uns, oder? Vergiss es. Das ist alles. Genau, Boss. Wollt ihr nicht gerade reden? Das dachte ich, jetzt gibt es schon die nächste Smalltalk-Runde. Ja, nix ist. Nix ist. Da hat es nur angetäuscht. Boah, was mache ich denn mit euch? Kommen eh schon, ne? Mr. Fröstelchen. Der erste. Wupp, Stufe aufgestiegen. Ah, das sind die gar nicht so schlimm. Außer das, was da oben ist. Oh je. Alter. Puh. Na grüß. Na servus. So. Mal wieder die Waffe wechseln zu unserer Geliebten, zum Scharfschützen von Gewehr, wenn ich es jetzt wieder anfinden würde. Da. Boah, ey. Du
Kackmistdreck da oben. Ah, das ist schon hin. Was? Ist schon hin? Ist schon hin. Boah, ey, ja? Winde dich! Winde dich! Mistvieh, Mistdings. Alter. Winde dich. Wo ist denn jetzt hin? Ah, da steht er schon wieder. Der Roboter, den ich nur, ist mir unheimlich. Falsch, ich wollte eigentlich Licht machen. So. So. Das nehmen wir natürlich alles mit. Seien Sie bereit für rasante Abenteuer in der Nuka Galaxy. Baum. Oh, was haben wir denn da? Eine Werkzeugkasten. Die Wartezeit beträgt momentan 6 Stunden und 43 Minuten. Aber jetzt nicht im Ernst. Wer stellt sich hier bitte 6 Stunden an? Ach du Heilige. Da muss es echt eine tolle Attraktion gewesen sein, wenn man sich gerne so lange anstellt, ne? Will mich hier etwas erschießen? Noch nicht. Noch nicht. Nuka Girl. Aha. Aha. Ja, wissen wir schon. Ja, Halleluja, ne? Da haben wir auch noch was. Einen Kühler. Ui, Kronkorken kein Vorrat. Ja. Ja. Startrampe ist gleich da vorne. Auf zu den Schiffen. Ja. Was? Hör auf zu schießen. Alter. Bereit für den Kampfeinsatz? Ja. Mit mir können Sie die Galaxie erobern. Ja, freut mich. Eine Kolonie verteidigen. Los geht's. Ah, da ist noch einer. Startrampe ist gleich da vorne. Auf zu den Schiffen. Boing! Boing! Irgendwie tun die nix. Warum tun die nix? Ist überhaupt was? Alter! Stirb endlich! Geht ja! 51! Das ist doch gescheit! Aber ansonsten tut nix ballern, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Was da unten ist auch schon der nächste. Der krabbelt auch schon rum. Mehrere Berichte über Orbitalschläge gehen ein. Ja, die halten sich nicht mehr lange durch. Dann können wir es auch mal ausprobieren. Aha, Türe und so. Oh, um Gottes Willen. Super Gage. Kann man echt nur gratulieren. Gage, du gehst durch Zeiten. Bitte. Da kommt er schon. Da kommt der große böse Roboter. Ah, du Depp. Was rennst du mir denn vors Visier? Ist das jetzt endlich mal hin? Gibt's ja nicht. Ja, Fehler. Da. Warte. Bleib stehen. Ist fertig? Fertig. Irgendwer sonst erschießen will? Na? Schaut gut aus. Dann gehen wir das Zeug doch holen. Ja. Ich hoffe, da ist was Nützliches zu finden. Jep, das hoffe ich auch. Also momentan schaut es brauchbar aus. Bam, bam, bam. Irgendwo höre ich einen Kotzi. Böser Kotzi, wo du sein? Hallo? Böser Kotzi. Level up auf jeden Fall, jawohl. Was haben wir hier? Hauptenergie aus, Notenergie ein, Fahr, Geschäftsmodell angehalten, Beleuchtungsmodus, Notfallwarnung, mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten, bis sichere Bedingungen wiederhergestellt werden können.
bringen Sie bitte alle Gäste zum nächstgelegenen Ausgang. Warnung, das automatische Gleisräumsystem ist außer Betrieb. Bitte schalten Sie die Hauptenergie wieder ein, um das Gleis zu räumen und den normalen Betrieb fortzuführen. Aha. Greife auf Fahrgeschäftssteuerung zu. Error. 0 mal 391, mehrere Fehlfunktionen festgestellt. Das Fahrgeschäft wurde angehalten, bis sichere Bedingungen wiederhergestellt werden können. Ja, schön für euch. Freut mich für euch. Bitteschön. Wir nehmen jedenfalls diese Flaschen hier mit. Ja. Ja, wir sind die Einzigen, die freiwillig Flaschen mitnehmen. Leere und volle, ist komplett wurscht. Aha. Ah. Ja. Da geht's auch rein. Huch, da. Nein, so. Ja, vielleicht. Was? Nein! Scheiße. Feindliche Truppen wollen die Kolonie angreifen. So. Fast. So. Nein. So. Ja. Hallo Nuka, Cola, Girl. Sicher halt mal durch. Freilich halt mal durch. Selbstverständlich halt mal durch. Da ist noch was zu entsperren. Na, natürlich gehst ein. So, ja. Cool. Da geht's rauf. Alter, wie groß ist denn der Raum schon wieder? Und hier? Oh, Meister entsperren. Da gibt's viele Punkte. Viele schöne Erfahrungspunkte. Nur für uns. Ja, hey, hallo. Geht ja. Ja. Ein Kotziwurf. Ein böser Kotziwurf. Den echten würde ich nie erschießen. Nein. Den würde ich dann einfangen, ausschalten und umprogrammieren. Wieder auf lieber Kotzi, falls er mal böse werden soll. Aber du bist ein böser Kotzi. Und darum wirst du erschossen. So. Das ist echt schlimm. Entschuldigung, das hört sich echt böse an. Eine Türe, eine normale, zum Öffnen. Ach so. Ach so, das meinten die mit Fahrgestell. Okay. Da kannst du eben einsteigen und hui, quasi so im Kreis herum, ne? Oh. Cool. Echt cool. Was haben wir da unten noch? Ich bin mir das Gefühl... Ich werde gleich angeschossen, aber irgendwie, na, ist noch alles gut. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Na. Nix. Gottes Willen. Haha. Haha. Ha, ha. Entschuldigung. Ja. La 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 la. Weg mit dir. Da drüben ist auch so ein komisches Ding. Da will man nur mal rausschauen und kriegt man schon wieder eine auf die Gosche, verstehst? Das ist so gemein, ist das. Komm her. Schön, da war was. Na, da ist gar nichts. Siehst du, alles weg. Da unten. Aua, aua, aua. Au, au. Vom Boden. Das hört sich an, als wenn es von unten kämen würde. Au, 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 au. Da drüben. Du Drecks. Klumpert. Da, ich muss mal weg. Viel. Okay, zum Essen, da ist nichts. Jetzt können wir die Nuka-Cola-Fläschchen hernehmen. Da, zum Essen ist vorbei. Du, das ist das, was du bekommst. Nix. Fleisch mit Böhnchen? Na, nicht wirklich. Ich will diese Nuka-Dinger haben. Nuka-Sherry zum Beispiel. Ja, warum eigentlich nicht? Die Sherry. So. Und auf 8. Was? Wo sind jetzt Kronkorken hergekommen?
drüben ist auch was? Ah, das ist da drüben. Boah, ey. Also ist... Boah, ist das... Da unten irgendwo. Boah, wie soll ich denn das treffen? So würde ich mal sagen, ha? Du Klumpert! Au, 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 au! Da unten irgendwas. Du bist es! Du Gauner! Da ist noch so ein Arsch. Da drüben. Jawohl. Wieder verstecken, wieder was saufen. Und wo ballert der jetzt? Au, au, au. Da unten, ich seh ihn schon. Ich seh ihn doch nicht. Da irgendwo. Wo geht er hin? Nochmal trinken. Müsste ich ja denn hier irgendwo sehen können. Da. Ja, ich will die treffen. Lass dich treffen. Jawohl. Muha. Fertig. Es wird aber nichts geballert. Schaut gut aus. Na, verstehst, machst einen Schritt nach draußen, bist schon umgeschossen. Aus ein Dingens mehrere Fehlfunktionen. Okay. Steht dasselbe. Boah, ey. Wir werden hier Schluss machen für heute. Der Part ist nämlich wieder vorbei und im nächsten werden wir hier wieder alles zusammenklauen. Oder ich werde hier diese Roboter ausluten, machen wir so. Und werde mich wieder retour bewegen. Oder wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch im Inventar? Boah, ist gar nicht so schlimm. Könnte man theoretisch riskieren, fertig zu machen. Das wäre mir vielleicht sogar lieber, hier noch ein bisschen uns umzuschauen. Und wenn es wirklich nicht anders gehen sollte, wenn wir echt so einen Pech haben, dann erst abgeben das Zeug. Oh, vielleicht. Na Fisch, ihr Lieben. Ich denke, das machen wir so. Ich bedanke... Boah, da geht's tief runter. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!